Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Ich bin Jakob und heute geht es um das Thema VR. Wie gesagt, heute geht es um das Thema VR, also Virtual Reality. Und es ist wichtig, am Anfang ein paar grundlegende Begriffe zu erläutern. Zuerst VR, Virtual Reality, ist einfach eine künstliche Realität, die computergestützt erzeugt wird und in der man sich dann mittels einer VR-Brille dann befinden kann. AR ist dann Augmented Reality, also eine erweiterte Realität. Bei der ist es wichtig zu sagen, ist die nicht so realistisch. Das heißt, auf einem Display, auf dem Handy, typisches Beispiel Pokémon Go, dass man da, wenn man was filmt, auf dem Display noch zusätzliche Objekte als die, die es in der Realität gibt, hat. Und dritter Begriff ist dann Mixed Reality. Und das ist dann sozusagen die Mischung von AR und VR. Und bedeutet, dass man eine spezielle VR-Brille hat, zum Beispiel HoloLens. Und da kann man nicht nur die Umgebung sehen, sondern auch zusätzliche virtuelle Objekte, die durch die Brille erzeugt werden, die dann von mehreren Seiten anschauen, mehreren Perspektiven und mit denen dann auch entsprechend manipulieren. Also kann man sagen, so eine realistischere Version von AR. Letzter Begriff ist dann XR, Extended Reality. Das verursacht oft Verwirrung, aber ist eigentlich ganz einfach, ist nur ein Dachbegriff für alle Arten von VR, also VR, AR und MR, insgesamt XR, Extended Reality. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man in die virtuelle Welt reinkommen kann. Von günstigen Geräten und einfachen bis zu sehr teuren. Und im WinLab haben wir Beispiele dafür vom ganzen Spektrum. Und ein paar davon möchte ich euch jetzt zeigen. Das einfachste und günstigste Gerät ist Google Cardboard. Ist einfach nur so ein Pappkarton, wo man ein Handy, ein ganz normales Smartphone, da so reinlegen kann und dann mit einer speziellen App, aber geht auch ganz einfach mit YouTube, man zum Beispiel 360 Grad Videos anschauen kann oder ganz einfache Spiele mit dafür vorgesehenen Apps spielen kann. Eine teurere Version davon ist hier zum Beispiel Samsung Gear VR und das ist dann dafür gemacht, dass man da mit einem Samsung-Handy das genau in diese genau dafür gemachte Brille reinpasst und die Qualität dann natürlich besser als bei Cardboard ist. Kostet aber auch mehr. Was wichtig ist, man braucht immer zwei Sachen und man braucht das Handy, was auf dem Display die Grundlage für das VR-Erlebnis anzeigt. Das dritte Gerät, was wir hier haben, ist Oculus Go. Bei dem ist wichtig zu sagen, ist es so eine sogenannte Standalone-Brille oder Standalone-Gerät. Das heißt, man braucht, um VR, um in die virtuelle Welt reinzukommen, kein zusätzliches Gerät, also kein Handy. Man braucht es zwar für Setup und um Apps herunterzuladen, aber für die tatsächliche Benutzung braucht man nur die Brille und seinen Controller. Und dann ist hier HTC Vive. Das ist eine Brille, bei der man um die VR-Spiele oder Apps spielen zu können, braucht man noch zusätzlich einen Laptop, einen verhältnismäßig leistungsstarken Laptop und noch
eine Ausstattung, also zwei Sichtsensoren, mit denen dann die Bewegung im Raum erfasst wird. Dazu kommen wir aber gleich. Am besten wäre natürlich, wenn ihr das alles davon selber ausprobieren dürftet. Das geht jetzt auch. Wir haben am Mittwoch wieder Open Lab Days. Also könnt ihr gerne ein Zeitfenster buchen und hier bei uns die Geräte ausprobieren. Was man von denen am besten über YouTube Streaming demonstrieren kann, ist die Vive. Und da habe ich schon gesagt, ist der Aufbau ein bisschen komplizierter als bei den restlichen Geräten. Und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. Das Wichtigste ist natürlich die Brille an sich und die beiden Controller. Das sind die wichtigsten Bestandteile, mit denen man dann die Geräte bedient und was man tatsächlich für die Benutzung braucht. Aber da steckt noch ein bisschen im Hintergrund. Ganz wichtig sind die zwei Sichtsensoren. Einmal hier auf dem Beamer befestigt und einmal hier. Die sind ungefähr 4 Meter voneinander entfernt und die erfassen dann die Bewegung im Raum. Das heißt, man kann sich da auch im Raum bewegen und zum Beispiel, wie wir gleich sehen werden, im Raum malen oder im Raum ein Spiel spielen. Und da sind diese Sensoren notwendig. Und was im Hintergrund steht, ist ein Laptop. Und da zeige ich euch, wie man da alles einstellt. So, hier sehen wir die Oberfläche von Steam. Und um VR zu starten, muss man hier in die rechte obere Ecke gehen und hier einmal auf VR starten klicken. Dann kommt hier so ein Fenster gleich. Und das zeigt uns dann, ob unsere Controller und unsere Brille sichtbar ist und ob unsere Basisstationen, also die Sichtsensoren, aktiv sind. Und wenn die grau sind, heißt es, dass die noch nicht eingeschaltet wurden. Also muss man die einmal nehmen und hier einmal draufdrücken. Oh. Und gleich kann man sehen, dass die jetzt auch grün angezeigt werden und genauso die Brille. Und die müssen ja auch in dem Bereich sein, wo die Sichtsensoren sind, damit die erfasst werden können. Was man danach machen muss, wenn alles sichtbar ist, ist den Raum zu vermessen. Das heißt, damit man, wenn man die Brille anhat, weiß, bis wohin man gehen kann. Und dafür benutzt man eine App, die heißt, wenn man hier bei Bibliothek und in der Suche SteamVR Room Setup eintippt, dann geht man hier auf Spielen, kann man dann den Raum vermessen. Man nimmt dann die beiden Controller. In unserem Fall wählen wir raumfüllende VR, weil wir uns dabei auch bewegen wollen. Und hier zeigt es uns dann die einzelnen Schritte an. Schaffen Sie Platz, haben wir bereits gemacht. Es zeigt uns hier, ob alle Geräte aktiviert sind. Sieht auch alles gut aus. Man geht auch weiter. Und was man dann noch machen muss, ist Monitor orten. Ich habe noch nicht erklärt, wie eigentlich die Controller aussehen. Einmal von hinten gibt es einen Knopf, kann man auch Trigger nennen. Hier von vorne gibt es da sein Rad, sein Kreis mit einem Touch-Display. Das heißt, man kann auf verschiedenen Stellen drücken und es merkt auch die Unterschiede, wo man das genau gedrückt hat, und man kann auch wischen und damit kann man auch die Apps dann bedienen. Und einmal gibt es hier noch die beiden Knöpfe und das sind dann die Menü- und Systemtasten. In dem Fall benutzen wir die hintere Taste und orten damit den Monitor. Da steht ja Trigger gedrückt halten, so einmal so. Und man kann hier auch auf Weiter
Wenn man rechts auf diesen Touchpad klickt, kann man dann weitergehen. Danach Boden kalibrieren, muss man auf den Boden und einmal Trigger drücken. Genau. Und jetzt kommt das, was ich gesagt habe, Raum vermessen, Trigger gedrückt halten, also nochmal auf Weiter und dann die hintere Taste halten und den Raum so vermessen, dass man dann gegen keinen Tisch oder so, wenn man dann spielt, kommt. Man kann es auch auf dem Display sehen, wie dann der Raum von oben aussieht. Und wenn man auf Weiter geht, sieht man dann auch die entsprechende verwendbare Fläche. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen, wie hier steht, und wir können das erste Spiel starten. So, jetzt haben wir eigentlich alles eingestellt und wir können das erste Spiel starten. Heute würde ich euch gerne drei Apps zeigen. Einmal Dirtbrush, einmal Google Earth VR und einmal Beat Saber. Dann das Beste zum Schluss. Und wir fangen mit Tiltbrush an. Um das zu starten, muss man hier einfach nur auf Spielen klicken. Genau, und Tiltbrush ist eine sehr coole App von Google, mit der man verschiedene Sachen im Raum malen kann. Also mit verschiedenen Pinseln und Effekten kann man dann einfach Raumkunstwerke erstellen. Und wie das geht, werde ich euch gleich zeigen. Ich setze dafür die Brille auf und nehme die beiden Controller. Ja, und wie man sehen kann, in der linken Hand halte ich sozusagen meine Palette und mit dem anderen kann ich dann die einzelnen Sachen da auswählen. Mit dem hinteren Knopf kann ich dann, also wenn ich dann an das richtige Werkzeug oder das, was ich auswählen möchte, gezeigt habe, kann ich dann darauf klicken und da sieht man jetzt die Werkzeugpalette. Man kann da verschiedene Brushes, also verschiedene Pinselarten wählen und hier zum Beispiel Light, hier kann man dann die Farbe einstellen und das, was man dann machen kann, ist sehr einfach. Man muss hier Trigger halten und dann einfach nur so malen, wie man möchte. Um die Farbe zu verändern, kann man hier auf dem Color Picker einfach die Farbe verändern. Und hier, ich habe es ja vorhin nicht gezeigt, kann man entweder so drehen oder hier auf dem Touchpad einmal wischen, so dreht sich dann die Werkzeugpalette. Also eine dreieckige Form. Genau, jetzt zeige ich euch ein paar von den Brushes, die wir da haben. Was ich total spannend finde, ist zum Beispiel Rainbow. Hier kann man die Größe verändern, also dass man hier einmal auf den Touchpad so wischt. Ihr könnt es ja hier auch auf dem virtuellen Bild sehen. Da kann man einfach so mit Regenbogen malen. Verändert sich auch, wenn man was rückgängig machen möchte, dann hier mit dem linken Controller auf den Touchpad einmal links drücken und dann geht alles wieder weg. Was schön ist, man kann sich da auch Kunstwerke anschauen, die man vorher gemalt hat. Und das bei Sketchbook und Your Sketches. Hier habe ich zum Beispiel mal so eine Spirale mit Sternen oben und hier einem Fluss gemalt. Und was auch sehr schön ist, habe ich vorhin nicht erwähnt, es gibt noch zwei versteckte Tasten, mit denen kann man das Ganze so verkleinern. Also ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, aber hier mit dem und dem kann man einfach so alles nehmen und verkleinern. Und sich das von einer ganz anderen Perspektive anschauen. Auch drehen. Das kann man
alles machen, dann kann man das wieder vergrößern und dann befindet man sich direkt in dem Kunstwerk. So, jetzt haben wir wieder Freiraum und ich möchte euch noch eine coole Funktion zeigen und dazu zählt Guides. Es kommen immer wieder neue Funktionen dazu, also jedes Mal findet man was Neues und Guides sind zum Beispiel dafür da, dass man so voreingestellte oder vorprogrammierte Formen hier hat und man kann sie entsprechend verschieben mit der Taste auf der Seite und so mit den beiden kann man sie auch vergrößern, so wie man das haben möchte. Dann nimmt man hier einen Brush, ich würde zum Beispiel Icing nehmen und hier kann man einfach auf der Oberfläche von dieser Form, von diesem Objekt malen und dann können daraus so richtig schöne Muster auf einer Kugeloberfläche entstehen. Genau, und das Witzige ist, hier kann man vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Und hier die ursprüngliche Form, also diese Guides, kann man dann einfach so nehmen, wieder mit der seitlichen Taste, und einfach so wegschmeißen. Und das Gleiche, wenn man irgendein Objekt nicht mag, geht man hier auf Selection. Das kann man mit dem Trigger so auswählen, verschieben, verkleinern, vergrößern, wenn man es nicht mag, einfach wegschmeißen. Das waren die Grundlagen von Tilt Brush und jetzt schauen wir uns noch kurz eine andere App an und das ist Google Earth VR. Google Earth startet man genauso wie Tilt Brush, also hier bei Steam einfach auf Spielen klicken. Man muss ein bisschen warten, bis alles hochgelaufen ist. Genau, und hier nach einem kurzen Intro, nachdem man kurz gewartet hat, kann man sehen, dass man sich irgendwo zu einem Canyon befindet. Und es ist unglaublich realistisch gemacht. Man kann da durch die ganze Welt reisen und diese Welcome Tour kann man natürlich überspringen und hier mit dieser Menütaste kann man hier zum Beispiel Rio, Neuschwanstein, alles mögliche einstellen und sich da an diesen Ort bewegen oder man kann hier einfach nur eine Stadt suchen und einfach dorthin fliegen. Ich persönlich finde Golden Gate Bridge ganz spannend. Man fühlt sich wirklich, als wäre man in San Francisco und man kann auch ganz normal sich in der Welt bewegen oder herumfliegen. Es geht entweder so mit dem rechten Controller, kann man da an eine bestimmte Stelle zeigen, dann den hinteren Knopf halten, einfach ziehen und dann bewegt man sich in die Richtung. Man kann sich natürlich umdrehen im Raum und hier zum Beispiel auf diesem Touchpad, wenn man die obere Hälfte drückt, dann fliegt man in die Richtung. Man kann einfach so herumfliegen. Und sich da San Francisco anschauen. Was ich ganz, ganz nett finde, man kann sogar die Sonne bewegen. Also man zeigt einfach mit dem rechten Controller, hält den Trigger und dann kann man einfach die Uhrzeit verändern. So kann man sich dann beim Sonnenaufgang San Francisco anschauen.
hier, wenn man auf Search geht, kann man natürlich zum Beispiel nach Berlin kommen. So sieht es von oben aus. Hier, wenn man einmal hier auf den linken Touchpad drückt, kommt man in diese 3D-Ansicht und man befindet sich dann direkt vor dem Fernsehturm. Man könnte hier wieder tausend Sachen dazu erzählen, durch die ganze Welt reisen, aber wir schauen uns so, und das Beste zum Schluss, Beat Saber ist ein cooles Spiel. Startet man gleich wie die vorigen Apps. Und in dem Spiel geht es darum, dass da Musik abgespielt wird. Und in dem Rhythmus von dem Lied, was man gewählt hat, kommen dann Blöcke, wie ihr gleich sehen werdet, und die muss man in der Richtung, in der dann ein Pfeil zeigt, zerschneiden. Hier kann man verschiedene Lieder auswählen, entweder die, die hier schon waren. Man kann da auch eigene herunterladen. Wir nehmen hier ein Lied, was genauso wie diese App heißt, Beat Saber. Hier kann man verschiedene Level einstellen, einfach nur üben, man kann da nur bestimmte Teile von dem Lied üben. Es ist sehr umfangreich, aber ich möchte euch einfach nur das Prinzip davon zeigen, weil ich das total lustig und spannend finde. Hier nehme ich Hard, weil ich schon ein bisschen geübt habe, und hier geht man dann einfach auf Spielen. Und hier kommt das, was ich gesagt habe, einfach Blöcke in zwei verschiedenen Farben mit Pfeilen darauf. Und die muss man einfach so zerschneiden. Das heißt, rechts halte ich einen Schwert, der ist blau, muss ich entsprechend auch blaue Blöcke schneiden. Und das in der richtigen Richtung. Wenn das an eine Wand kommt, muss man nach unten. Ja, wenn da nur so ein Punkt ist, heißt es, dass die Richtung, in der man schneidet, egal ist. Es gibt natürlich viele Arten von Liedern, die deutlich schwieriger sind als das hier. Für heute war es das alles von mir. Ich hoffe, ihr habt wieder mal was Neues gesehen, was Neues gelernt. Und zum Thema VR oder zu weiteren spannenden Themen gibt es mehr bei weiteren Workshops. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.